Da steht er. Na Matthias. Na Jörg. Was machst du hier in meinem Garten? Ich stehe hier aber gerade mal einfach so rum. Nicht Unkraut gerupft und so. Nee, ich habe mir angeguckt, wie schön du das alles eingepflanzt hast. Okay, ich habe gedacht, du hast da drinnen umgegraben und so. Ja. Und meine Fische hast du bewundert, oder? Ja, die Fische habe ich bewundert. Und da stehen noch Tomaten, bitte nicht drauf treten. Ja, schon passiert. Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja. Hallo Camping- und Outdoor-Freunde, den kennt ihr bestimmt schon, oder? Hallo. Matthias, Therapeut und Tour mit eigenem YouTube-Kanal. Und ich dachte, ich mache hier auch mal eine spontane Interviewaufnahme. Denn der Matthias ist heute bei mir zu Besuch, oder eigentlich war er schon gestern zu Besuch, bis heute. Ja, was sagst du meinen Fischen? Ja, grandios. Wie alt sind die, sagst du? 30 Jahre alt, oder? Die Großen sind 30 Jahre alt, ja. Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Die waren hier schon. Ja. Aber der Teich war deutlich kleiner, habe ich alles ein bisschen größer gemacht. Ja. Also gefällt's dir hier bei mir, oder sag mal, wie ist es hier so bei mir? Mir gefällt's hier sehr gut. Also es ist tatsächlich ein Abenteuerhof, kann man sagen. Keine Abenteuerbaustelle oder eine Mischung aus beiden? Ne? Es ist eine Mischung aus beiden, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es ein richtig schöner Abenteuerhof wird. Naja, also wirklich echt eine coole Sache hier. Also fühle mich hier sehr wohl bei dir. Okay, wir können ja mal dahin gehen, wo du heute genächtigt hast. Genau, ne? Das machen wir. So, ich bin ja vielseitig beschäftigt. Ich mache auch hier Selbstversorgung, Pflanzenanbau. Und bei mir sieht es halt überall ein bisschen chaotisch aus. Pflanzenanbau, ne? Ja, ja, aber echte Pflanzen. Ja. Also ich meine, die sind ja alle echt, aber hier nicht die du meinst. Ach so. So, ich habe nämlich heute hier geschlafen, neben meinen Pferden. Die haben mich heute früh um 6 pünktlich geweckt. Und du hast aber davon nichts mitgekriegt. Nee, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe richtig schön geschlafen, nämlich in dem Bee-Turtle. Ja, hier steht er. Und zwar der neueste Bee-Turtle, den ich habe. Zum ersten Mal aufgebaut und von dir persönlich eingeweiht. Ja, hier werde ich auf jeden Fall mal noch ein Video machen. Und zwar mache ich das, wenn ich damit zum Veranstaltungsort des Fahrradwohnwagentreffen fahre. Das habe ich nämlich vor mit diesem Bee-Turtle. Denn der Anhänger hier ist neu. Der hat sich auch ein bisschen geändert. Viel besser als der vorhergehende. Der eigentliche Turtle hier oben ist so geblieben. Und jetzt fragen wir mal den Matthias, wie er das so hier empfindet. Weil du hast ja das so noch nicht gekannt, ne? Nur von Bildern und von Videos. Aber genau, also den Bee-Turtle kannte ich ja jetzt nur aus anderen Videos, ne? Vorstellungsvideos. Und ich bin doch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also von der Qualität. Ich finde das einfach so krass stabil. Und bin sehr beeindruckt. Was ich jetzt ein bisschen anstrengend fand, war schon das Aufpumpen. Ja, ja, also bei den dünnen Ärmchen hier, das, ne? Das ist einfach viel zu dünn. Es müsste halt ein bisschen leiden, ich das ist klar. Ich bin halt ein Schwächling. Man muss es einfach auch mal zugeben. Man muss auch mal zu seinen Schwächen stehen. Mhm. Nein, aber es ist schon viel Arbeit. Also das muss man wissen, dass wenn man unterwegs ist, ja, dass man ordentlich pumpen muss. Aber wenn man es dann einmal geschafft hat, das Ding ist saumäßig stabil. Wir hatten heute Nacht auch ordentlich Sturm oder ordentlich Wind. Und das war schon vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben das noch nicht mal abgespannt, weil ich habe noch nicht die, da kommen normalerweise hier Stricke dran, da kann man das abspannen. Haben wir alles nicht gemacht und trotzdem ist er nicht weggeweht. Mhm, genau. Ja. Und er ist ja auch für 2 Personen, das heißt, ich hatte natürlich massenhaft Platz heute Nacht. Komm, wir schauen mal rein. War einfach schön. Ja, das mit den Aufpumpen, da hat er natürlich recht. Das ist tatsächlich so, wie er sagt, man muss da schon ein bisschen Kraft aufwenden. Aber man kann ja optional auch eine elektrische Pumpe dran machen. Stimmt, das könnte man auch machen. So, hier, meine neue Matratze hat er auch eingeweiht. Ja. War die bequem? Ich habe super drauf geschlafen, alles gut. Ja, viel Platz, oder? Absolut. Im Vergleich zu deinem Fahrradwohnwagen, den du wolltest. Ja, das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied. Aber ich muss wirklich mal sagen, was mir richtig gut an den Bee-Turtle gefällt, ist hier dieser Eingangsbereich. Also, dass du hier vorne nochmal so eine Art Vorzelt dran hast, wo man auch dann bei schlechtem Wetter drin sitzen könnte. Komm, wir tauschen mal, genau. Weil dann kannst du ja das direkt so erklären. Ja, finde ich richtig gut, weil mal angenommen, man ist zu zweit unterwegs, könnte ich mir vorstellen, wenn einer schon mal liegen möchte oder so, kann sich jemand da hinlegen und die andere Person könnte dann hier sich einen kleinen Campingstuhl reinsetzen oder einen Tisch noch davor und dann könnte man hier einfach sitzen und einen Laptop irgendwas machen, arbeiten oder einfach auch mal hier die Natur dann auch einfach genießen. Ich finde das genial hier, finde ich echt gut. Ja, freut mich. Ja. Also hat sich das gelohnt, hierher zu fahren, ja? Das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt, sich das anzugucken. Und wie gesagt, von der Qualität, also mich hat die überzeugt. Das Ding ist echt saustabil. Ich finde das echt cool. Schön. Mhm. Na dann, komm wieder raus, ja. Also ich weiß nicht, ob ich ihn mir kaufen würde. Ich glaube erstmal nicht, weil ich immer viel Spaß auch habe, sowas selber zu bauen, weißt du. Ja, aber sowas selber zu bauen, das kannst du schlecht selber bauen, nicht so einfach möglich. Ja? Also steckt schon einiges an Wissenschaft dahinter und Konzept und was weiß ich, wie das alles hier funktioniert. Ja. Aber ich wüsste nicht, wie man sowas selber baut. Nee, das könnte ich auch nicht. Aber von dem Packmaß am Ende, da bin ich echt auch total beeindruckt, ne? Dass man das Ding so kompakt auf so einen kleinen Anhänger zusammenfalten kann, ist irre. Weil nur Luft drin ist. Ja. Ist ja alles bloß aufgepumpt. Ja. Und entscheidend ist ja auch das Gewicht am Ende. Ja? 27 Kilo inklusive Anhänger ist ja ein Witz. Das ist sehr angenehm. Für diese
Größe, die man letztlich realisieren kann. Ist zwar nicht vergleichbar mit einem Fahrradwohnwagen, wo man halt mal schnell irgendwo stehen bleibt und drin pennen kann. Das ist eher sowas, sag ich mal, für Familien. Vielleicht Mama, Papa, Kind. Ja. Kann man zu dritt drinnen liegen. Das stimmt. Aber und wir haben auch nicht länger als 15 Minuten gebraucht, ne, um den aufzubauen, muss man auch sagen. Das ist naja, wir haben ja noch nebenbei Video gedreht. Das ja, könnt ihr genau. Übrigens alles bei Matthias auf dem Kanal sehen. Er hat da nämlich gefilmt, wie wir das hier genau. Unter Vollspaß aufgebaut haben. Wir hatten viel Spaß dabei. Ja, muss auch mal ein bisschen Spaß sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie das so ist bei so relativ schwachen Leuten hier, ne? Die können halt nicht mit normalen Fahrrad fahren, die brauchen unbedingt ein E-Bike. Und damit bist du heute angereist, nee, gestern bist du ja angereist, ja, genau. Damit. Von Leipzig hierher, mit einem kleinen Umweg. Das ist schon öfters jemandem passiert, dass die nicht bei mir vor der Tür standen, sondern irgendwo in Zeitz. Ja, warst du ja auch, ja? Aber es war ein 4 Kilometer Umweg. 4 Kilometer. Okay. Ah, das ist also dein Gespann. Bist du dann damit auch auf Reisen, wenn es dann... Genau. Auf Europa-Tour geht? Damit bin ich dann auch auf Reisen. Also ich war im Fahrradladen und habe mich mal einfach so erkundigt. Habe denen gesagt, ich habe einen Fahrradwohnwagen gebaut und brauche ein vernünftiges Fahrrad dafür. Und dann haben die mir einfach das hier empfohlen. Hast also, du das jetzt neu gekauft? Das habe ich mir extra für die Reise gekauft, ja. Okay. Und das haben die dir empfohlen? Das haben die mir empfohlen. Mit welcher Begründung? Na, ich hatte mir erst ein günstigeres Modell ausgesucht. Haben gesagt, na komm, also du musst schon ein bisschen Geld ausgeben. Gerade wenn du viel Gewicht hinten dran hast, wenn du Packtaschen drauf machst. Ja, muss es schon relativ stabil sein. Und dann haben die gesagt, okay, das ist dein Budget, dann hätten sie das gerade da. Dann habe ich das Probe gefahren und bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Fahrrad. In welche Preisklasse? Das hat jetzt 2,7 gekostet. Ah, gut. Ja. Ja. Gut, so sieht's aus. Genau, von der Marke 2R Manufaktur. Kannte ich vorher auch nicht, aber ist, glaube ich, hier doch relativ bekannt in unseren Gebieten. Ja, Standard Bosch Ausrüstung mit 620 Wattstunden, ja, genau. Gehe ich davon aus. Ja. Genau. Achso, das war nämlich auch noch mal ein Kriterium, dass die Fahrräder, die ich mir vorher ausgesucht hatte, die etwas günstiger waren, auch einen schwächeren Motor hatten. Und die haben gesagt, wenn du so viel Gewicht dabei hast, musst du auf jeden Fall einen stärkeren Motor haben. Ah, ja. Das ist wahrscheinlich der stärkste Motor, der hier verbaut ist. Genau. Ähnlich wie bei meinen HNF, wobei das jetzt hier, das ist ja das Himmelweh. Ja, und ich bin gespannt auf deine zukünftigen Videos, weil die du jetzt bisher gemacht hast, die waren ja alle schon toll. Vielen Dank. Ja, ja, ich finde das gut. Schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbei. Therapeut on Tour. Im Juni geht's los. Wann genau? Also Starttag ist der 30. Mai. 30. Mai, also doch schon im Mai. Sofern nicht gerade ein schweres Unwetter tobt. Also am 30. Mai soll's losgehen. Sehr schön. Mhm. Ja. Und falls du mal unterwegs Hilfe brauchst, frag nicht mich. Nee. Du kannst schon. Ich bin hier der Backup, ja. Ich renne jetzt die letzte Hoffnung sozusagen. Sehr schön. Okay, die letzte Hoffnung braucht man immer. Und wer noch unsicher ist, ob er mal hier zum Jörg vorbeischauen möchte oder soll, macht es einfach mal. Ja. Super spannend hier, gibt es echt viel zu entdecken. Das hast du lieb gesagt. Und so ein bisschen nett ist er ja auch. Ja, manchmal. Ja. Kommt drauf an, wie die Leute zu mir sind. Ja, da könnt ihr nämlich Pferde bestaunen. Den hier, das ist ja der Gigolo. Er hat sich gerade hinten im Container versteckt. Ja, und die anderen zwei Pferde sind jetzt hier nicht zu sehen. Kaninchen habe ich noch, habe ich auch schon mal gezeigt, da in dem Gehege. Meerschweinchen und den restlichen Chaos hier blenden wir mal aus. Guckt euch mal diese fetten Waden an hier. Ja. Sag mal, nimmst du Doping oder so? Ich fahre halt mal Fahrrad, ne, ab und zu. Ja, ja, haben wir jetzt spontan entschieden, dass ich das hier noch filmen möchte. Weil du bist nämlich auch ganz heiß drauf, mit den Himmelweh mal eine Runde zu düsen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob du heil wieder ankommst. Auf jeden Fall. Es pusht mein Ego auf jeden Fall, wenn ich hier drauf sitze. Ja, das steht dir gut, das Fahrrad. Ja. Schaut euch das mal an hier, wie eine Einheit. Wie ineinander verschmolzen. Naja, dann bin ich mal gespannt. Fahr mal los, Stufe 2. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Alles klar. Das übrigens, warte mal halt mal an. Ja, ja, warte mal. Um das Anfahren zu erleichtern, kannst du hier nämlich drehen. Ach so. Aber es geht dann natürlich, musst du die Bremse loslassen. Ja. Und ihr drehst. Dann fährt er, alles klar. Ja, und dann, wenn es losgerollt ist, trittst du halt und dann übernimmt. Das kam der Drehmoment nämlich später, ne, habe ich gerade gemerkt. Ne? Genau, das dauert. Ja, das ist cool, ja. So, geil. Siehst du, jetzt sieht das schon geschmeidiger aus. Warte mal, nicht so schnell, ich muss das noch filmen. Und los! So, mal sehen hier. Jetzt Stufe 5 reinschalten. Stufe 5. Stufe 5. Stufe 5 musst du einschalten. Geile Sache. Stufe 2 ist doch keine geile Sache. Stufe 5. Jetzt geht er ab. Ich bin mir sicher, es wird ihm gefallen, wenn er dann jetzt auf der Seite wieder hochkommt, die Bergstraße. Er fährt nämlich jetzt hier hinten die Landstraße wieder runter und kommt dann hier unten wieder hochgebrettert. Jetzt wollen wir auch gleich mal noch filmen, wie das aussieht. Hier geht es ungefähr 3-4% bergauf. Jetzt kommt er um die Kurve. Also die meisten Radfahrer, die ohne Motor unterwegs sind, steigen hier an diesem Berg ab. Und er kommt hier angeschossen.
So, jetzt ist er bei der 5% Steigung. Brutal. Geile Scheiße hier, ich fahr noch eine Runde. Mach noch eine Runde. Einfach mal ein bisschen treten, Rest macht der Motor. Ist echt brutal. Und schon ist er wieder ganz hinten. Und zieht eine Staubwolke hinter sich her. Das ist ja geil. Ist das geil, ja? Das Ding macht richtig Spaß. Hättest du das jetzt gedacht? Nee, so krass nicht. Ich wusste ja nicht, dass das bis fast 50 km/h aufzieht. Das sollst du doch jetzt nicht sagen. Bis 25 fährt er. Ich habe mich total versprochen gerade. Wir sind ja hier nicht auf Privatgelände, ja, ein bisschen schon. Hab mich verlesen, war auf dem Kopf gefunden. Auf der Straße hast du ja wieder umprogrammiert auf 25. Ja, natürlich. 25. Alles rechtmäßig eingestellt. Nee, aber echt krass. Vor allem musst du echt aufpassen, ne? Also wenn du in der Kurve bist oder so und du gibst dann Gas, ey, das ist ja der Hammer. Brutal, ne? Deswegen, du musst am besten mal so ein bisschen bremsen, dann ist der Motor ausgeschaltet, ja, genau. Und dann kannst du so die Kurve ein bisschen geschmeidig fahren. Genau. Aber geil, auch mit den dicken Reifen und so, also wenn du hier durch die Schlaglöcher fährst oder so, das ist kein Problem, ja. Hämmerst du einfach drüber und fertig. Hätte ich nicht gedacht, vor allem für den Preis auch, ich habe mich damit ja auch mal ein bisschen befasst oder so. Und vom Gewicht her habe ich gedacht, das könnte ein bisschen schwierig sein, weil ich glaube, es wiegt so 27 Kilo oder so. Nee, 32 sogar. Oder 32 sogar. Ja, fetter Akku verbaut, insgesamt Fatbike und so, ist halt alles ein bisschen schwerer. Aber trotzdem, ich habe das vorhin mal hier vorne so angehoben, ja. Das ist machbar, ne? Also, ich habe es jetzt irgendwie schwerer mir angedacht, man kann es noch heben, aber... Coole Sache, echt. Und willst du jetzt tauschen? Nee, ja. Also nee, fürs Fahrradfahren, also ich finde mit Wohnwagen ist es schon zu brutal, finde ich. Zu brutal. Und ja, brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Also ein Wohnwagen hinten dran, ich fahre eh nicht schneller als 15, 20 km/h. Das ist eher was fürs gemütliche Reisen. Aber hier, um mal durchs Gelände oder so einen schönen Tag draußen zu machen. Ein Autoersatz. Also ich fahre jetzt wirklich sehr viel mit dem Fahrrad, um kleine Dinge zu erledigen, wo ich vorher auch mit Auto gefahren bin. Ja, das glaube ich. Ja, weil das halt hier ruckzuck schnell geht, alles total toll. Und sieht natürlich auch mega geil aus. Ne? Ja, das ist ein Blickfang. Die Leute, die sind jedes Mal am Gucken. Das ist schon eine heiße Sache. Allein das Geräusch mit den Reifen auf dem Asphalt, ne? Das hörst du ja richtig wie so ein Panzer. Nee, macht auf jeden Fall Spaß, kann ich nur sagen. Gut, und wieder ein unabhängiges Urteil hier. Er ist nicht bezahlt, er kriegt auch nichts von mir. Nee. Aber Frühstück hast du gekriegt heute. Ein Frühstück habe ich gekriegt, ein sehr geiles. Mit geschmierten Brötchen. Mhm. Voll gut. Alles kommt alles von Herzen. Na dann. Freut mich, dass es dir auch gefällt. Ja, ich pack's mal wieder bei dir. Pack mal wieder ein. Ja. Denk ans Gas, kannst du Gas geben, Hier geht's auch schön berghoch, aber überhaupt kein Problem. Ja, schön, dass du mich besucht hast. Danke heute für die Einladung. Fährst du ja zurück. Ja. Und ich würde sagen, in dem Sinne werden wir das Video mal beenden. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg und Matthias. Tschüss.